In der Aufgabe sind jetzt Kühe krank und wir haben ein Medikament und das haben wir ausprobiert. Und 100% der Kühe, an denen wir es ausprobiert haben, wurden gesund, aber die Stichprobe war nicht sehr groß. Die bestand nämlich nur aus der Kuh Thekla. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn jetzt über die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh, die diese Krankheit hat, wenn sie mit diesem Medikament behandelt wird, dass sie dann wieder gesund wird, was können wir über diese Wahrscheinlichkeit sagen? Vermutlich nicht so wahnsinnig viel mit unserer nicht so wahnsinnig großen Stichprobe. Aber jetzt ziehen wir das mal durch mit nach unserem Testschema für Hypothesentests und bestimmen ein Vertrauensintervall für diese Wahrscheinlichkeit und gucken mal, wie das zu dem passt, was wir vielleicht auch erwarten würden. Also, Testschema beginnt damit, dass wir die Hypothesen formulieren. Die standen auch schon in der Aufgabe. H0 ist die Nullhypothese, die Wahrscheinlichkeit hat. Also W ist die wahre Wahrscheinlichkeit, mit der man gesund wird bei dieser Behandlung. So eine Q. Und W0 ist jetzt irgendein Parameter, den wir hier annehmen in die Nullhypothese rein. Den wollen wir variieren. Dann Alternativhypothese, die Wahrscheinlichkeit ist größer als W0. Und jetzt gucken wir uns eine Teststatistik an. Das ist die Anzahl geheilter Kühe oder gesund gewordener Kühe. In unserer Stichprobe. Und die Stichprobe war klein, die hatte Stichprobenumfang 1. Dann fragen wir uns als nächstes immer, wie wäre denn diese Teststatistik x verteilt, wenn die Nullhypothese stimmt? Ja, x kann eh nur zwei Werte annehmen, das kann 0 oder 1 sein. Und jetzt können wir einfach ausrechnen oder angeben, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x 1 ist. Das ist W0 unter der Nullhypothese. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit W0. Und unter Annahme der Nullhypothese ist die Wahrscheinlichkeit für x gleich 0, gerade 1 minus W0, das Gegenteil. Dann brauchen wir ein Signifikanzniveau. Das ist fünftens in unserem Schema, also Alpha gleich 5%. Warum? Weil wir ein 95% Vertrauensintervall bestimmen wollen. Das heißt, wir haben Testen auf Signifikanzniveau Alpha gleich 5%. Dann haben wir eine Beobachtung gemacht. Q Thekla wurde gesund, also beobachteter Wert 1. Und jetzt können wir den p-Wert bestimmen. Was ist denn der p-Wert? Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir das beobachten, was wir beobachtet haben, oder was noch mehr für die Alternativhypothese spricht? Was spricht für die Alternativhypothese? Viele gesunde Kühe. Also eine Kuh oder mehr, aber mehr als eine geht nicht. Das heißt, es ist gerade die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese eine Kuh gesund wird. Unter der Nullhypothese ist diese Wahrscheinlichkeit W0. Also der p-Wert ist W0 hier. Und jetzt müssen wir im letzten Schritt den p-Wert mit dem Signifikanzniveau vergleichen und dann gucken, welche W0-Werte jetzt verworfen werden oder nicht verworfen werden. Also nicht verworfen wird, wenn der p-Wert größer ist als das Signifikanzniveau. Also falls der p-Wert, der ist W0, größer ist als 5%, unser Signifikanzniveau. Das heißt, wir kennen direkt unser Vertrauensintervall, das 95% Vertrauensintervall, das besteht jetzt aus allen Werten, die größer sind als 5%. Alle diese W0s werden nicht verworfen. Jetzt sehen wir kriegen natürlich erwartungsgemäß eine eher schwache Aussage. Es könnte sein, dass diese Behandlung sehr gut ist und eine hohe Heilungswahrscheinlichkeit hat. Es könnte aber auch sein, dass sie nur 5% ist.